So, Wobbler-Quickie. Hier sind die neuen Squirts von Birking, der SP61. Ich habe mich erstmal für die 5 Farben entschieden. Es gibt 10 Farben. Wie bei Birking üblich, kommt der Wobbler ganz normal in einer Plastikverpackung, wie man ihn hier auch kennt. Einzig fehlt die Bezeichnung der Farbe auf dieser Verpackung, ansonsten steht alles drauf. Also die 61 mm kommen wohin? 80 hat er gesamt. Mit 5 Gramm gewiegt er auch genau das, was er wiegen soll. So, hier das Modell Forelle. Ja, das könnte klappen. Hier der Fire Tiger. Und da hinten nennen wir mal Red Tiger. Zu beachten. Eine klare Schaufel und eine trübe Schaufel. Sehr schön. Und hier nochmal die Barsch-Imitation. Der vordere relativ klassisch, der hintere auch mit leicht rötlichem Bauch, gefällt mir sehr gut. Und auch wie immer bei Birking, oben steht der Name des Köders. Die Haken hatte ich schon im Finger, daher weiß ich, sie sind scharf. Schauen wir mal, wie die laufen. Also gleich bei den ersten Würfen ohne Kamera habe ich festgestellt, das könnte eine Granate im Wasser werden. Er läuft echt super. Jetzt auch nur angeknotet, ist ein bisschen zu leicht. Bisschen viel Auftrieb, dafür kommt der Hintern schön runter. Ach, das Rot von unten ist echt auch knallig. Sollte echt gut laufen, das Ding. So, ich blende euch mal den Snap ein, den ich jetzt dran habe von der Größe. Aber bei dem sieht man schon, jetzt geht es nicht mehr aufwärts, sondern abwärts. Und eine Snap-Nummer kleiner und ich denke mal, er wäre super austariert und sehr suspending. So, das war der erste Wobbler-Quickie. Petri heil.